Das Emssperrwerk bei Gandersum hat seit 2002 klare Aufgaben: Sturmflutschutz und Aufstau der Ems für Schiffsüberführung. Die 7 Tore fahren nur zu, wenn einer der beiden Fälle eintritt. Doch nun müssen die Beschäftigten auf dem Sperrwerk häufiger ran. Seit Ende Juni lautet der Plan: Die Leitstelle fährt die Tore des Sperrwerks bis zu 2-mal am Tag zu. Für 8 Wochen bis zum 21. August läuft ein technischer Test der flexiblen Tidesteuerung. Das Sperrwerk wird mit dieser Torsteuerung zum zentralen Instrument für die Lösung des Schlickproblems im Fluss, das Hauptziel des Masterplan Ems. Denn der Schlick ist das Hauptproblem in und am Fluss. Warum ist das so? Die Ems ist ein besonderer Lebensraum. Eine Welt zwischen Ebbe und Flut, zwischen Wasser und Land. Seit ewigen Zeiten bestimmen die Tiden das Leben in und an der Ems. Doch das natürliche Gleichgewicht ist gestört. Nach Vertiefungen und Begradigungen ist der Flutstrom heute stärker als die Ebbe. Der Schlick, den die Flut weit ins Land hineinträgt, schwappt zwischen der Mündung in den Dollart und der Schleuse Herbrumm hin und her und setzt sich ab. Und das in Mengen, die die Lebewesen im Fluss beeinträchtigen. In der von vielen Schiffen befahrenen Bundeswasserstraße Ems müssen große Mengen Sediment entfernt werden. Die Tore des Sperrwerks sollen, so der ehrgeizige Plan, die Tiden in Zukunft so steuern, dass der Schlick zunächst aus dem Fluss herausgespült wird und dann im besten Fall nicht wieder hinein. Um das auszuprobieren, haben die Mitarbeiter auf dem Sperrwerk im Moment viel zu tun. Im Test werden die Tore derzeit so gefahren, dass flussaufwärts vom Sperrwerk das Niedrigwasser 1 Meter höher stehen bleibt als ohne Steuerung. Im Zeitraffer ist zu sehen, wie sich die Hauptschifffahrtsöffnung dazu schließt und wie sich der Wasserstand oberhalb und unterhalb des Sperrwerks danach unterscheidet. Draußen kehrt sich die Tide und läuft wieder auf, gegen das geschlossene Sperrwerk. Bei Wassergleichstand werden die Tore geöffnet und der Flutstrom trifft auf die stillstehende Wassermasse im Fluss. Die bremst. Die Tidesteuerung wirkt sich aber nicht nur auf den Schlicktransport aus. Im Emder Hafen beispielsweise sinkt bei Sperrung das Tide-Niedrigwasser weiter ab als sonst. Die Testverantwortlichen von Bund und Land sind deswegen im ständigen Kontakt mit Umschlagsfirmen und Hafenbetreibern. Vereinbarungsgemäß wird der Test ausgesetzt, wenn die Firmen nicht sicher sind, ob die Verladung beeinträchtigt wäre. Pausiert würde auch, wenn die Binnenentwässerung über die Siele problematisch werden könnte. Im späteren Verlauf des Tests werden weitere Steuerungsmodelle ausprobiert. Alles dient der Vorbereitung eines Genehmigungsverfahrens, das die Tidesteuerung dauerhaft möglich macht und dem Fluss dauerhaft hilft.